meine, so ein Kart ist auch kein Unterschied zu dem Wagen hier. Echt nicht? Ich kann da halt nicht mitreden. Kart ist tatsächlich so das Einzige, was irgendwie bei mir ans Auto rankommt. Na, hier sitzt du halt auch fast auf dem Boden, ne? Also, das meinst du? Ich dachte, das Fahrgefühl. Ah, Derek ist so süß! Ich hab noch nicht mal fiese Tricks angewandt. Das brauchte ich auch gar nicht. Ja, tatsächlich einfach ein bisschen driften gut. Das ist zwar nicht schneller, aber es kommt irgendwie cooler. Ich musste noch ein bisschen üben, damit ich nochmal gegen Mary fahren kann. Ja, erstmal Herrn Murray, danach Herrn Ford, ja? Ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge ist. Ich glaube, Herr Ford ist nicht ganz so gut wie Herr Murray, oder? Na, also gestern war Herr Ford noch deutlich vor Herrn Murray, als wir gegen das Perls gefahren sind. Okay. Mhm. Kann natürlich auch unglücklicher Zufall gewesen sein. Ja, wobei, Murray hat halt auch hinten angefangen, ne? Tatsächlich. Also er hat ein paar Plätze gut gemacht. Ja. Muss die 9000 noch in unsere Kasse eintragen. Übrigens wurde mir verraten, wenn das DOJ-Team beim ersten Rennen auch schon dabei gewesen wäre, dann könnte das DOJ-Team sogar noch um den ersten Platz mitfahren. Aber leider fehlen euch da ein paar Punkte. Bei diesem Daikota oder wie das heißt da? Daikoko, ja. Leider fehlen da jetzt entscheidende Punkte. Ansonsten machen sie sich wohl ganz gut. Wir müssten eigentlich mal vielleicht auch so einen Kart-Wettbewerb irgendwie haben. Da war's. Hast du recht gehabt, Hello. Hast recht. So eine Kart-Season oder sowas. Ja, das nächste Mal dein Koko mit Karts, ne? Großartig. Ja, dann vielen Dank fürs Fahren. Ja? Also fürs Hin- und Zurückfahren. Das andere war nicht so gut. Oh Gott. Yes! Beruhige dich. Echt? Ist in Ordnung. Und nochmal gejubelt. Um Gottes Willen. Woll. Dachte kurz, der Hund haut mir da runter. Dann muss mal raus. Muss noch mal rauslassen. Ja, na klar. Also du darfst das auch gerne jetzt groß ankündigen in der Besprechung jetzt. Nein. Doch, das mache ich nicht. Okay. Mach. Sonst mache ich's. Ja, nee, ich mache das dann schon. Gut. Der Gewinner bekommt eine Beförderung. Ach, wie gut, dass Harry ein guter Verlierer ist. Jetzt haben wir echt Probleme jetzt. Ich hatte dich unterbrochen mit meinem Jubeln. Irgendwas wolltest du mir sagen. Wollte ich? Hab ich vergessen. Ja. Dein Jubeln hat mich so beeindruckt, ich habe direkt alles vergessen, was ich sagen wollte. Ah, schön. Ja. Toll, toll. Hallo. Hallo. Sehen Sie einen Gewinner vor sich? Ein Gewinner? Mhm. Und eine Verliererin. Oh je. Richtig. Hat er sie abgezogen. Absolut, er hat mich sogar überrundet beim Kartfahren. Das ist aber auch ein bisschen frech. Nein, das war ja, schon ziemlich witzig. Ich bin halt fast rückwärts gefahren auch, ne? Ja, definitiv, das, ja. Das ist leider beeindruckend, das war, also. Das müssen wir halt hier, ne? Sagen, Glück. Und ich hatte auch keinen Helm auf. Ja. Der hätte dich eh langsam gemacht. Da hätte ich vielleicht noch gewinnen können. Ja, stimmt, der Gewicht, also das Gewicht. Hallo, Lemmy. Ne? Und der ist nicht so windschnittig. Ja. Wie die Frisur von Denver. Lass ihn dabei so. Nur so. Nachdem du innerhalb von 15 Sekunden vergessen hast, was du mir 15 Sekunden vorher erzählen wolltest, weiß ich auch nicht, ob das wirklich, ob dein Job wirklich der richtige für dich ist gerade. Oh wow, okay, ja. Ja, okay. Ich nehme das als Diss gegen meine bisherige Arbeit. Ist schon in Ordnung. Nein, deine bisherige Arbeit? Na, ja, genau. Jetzt lob nicht so viel. Ja, nicht. Genau. Ja. Müssen wir hier nicht drüber sprechen. Wow, okay. Oh. Degradiert, schade. Das war schon, ne? Aber ich habe quasi um meinen Job gefahren. Verbal, ja.
Oh, das geht gleich los. Oh, was? Ach so, die Besprechung, ne? Ja. Richtig. Wo machen wir dich gleich noch? Ach, da, wo wir den Dings gemacht haben. Kopfschmerzen? Oh, ja, gute Besserung. Bin ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass es mittlerweile echte Kopfschmerzen sind und nicht immer dieses Standbild, was wir zwischendurch mal hatten. Bin ich schon ganz froh, wenn es wirklich richtig echte Kopfschmerzen sind. Der hat doch den Ausparker bestochen, ich glaube. Der hat ein schnelleres Kart gekriegt. Mit mehr Handling. Ganz schön frech. Oh, das ist jetzt echt schade. Oh, jetzt komme ich nicht mehr ins Spiel rein. Jetzt hatte ich leider Kopfschmerzen. Ich glaube, ich komme leider erst 22 Uhr wieder. Also Rage möchte vor, also kann bei der Besprechung jetzt leider nicht dabei sein, Denver. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Verdammt, nein. Gott, jetzt muss ich eine Stunde warten, bis ich wieder reinkomme. Oh nein, das ist ja grauenvoll. Oh, schön. Das ist jetzt ärgerlich, ja, das ist wirklich ärgerlich. Oh, Denver, ich kriege jetzt schon die Fehlermeldungen hier. Blüm, blüm, blüm. Sorry. Mensch, versuch's in der Stunde nochmal, ja? Also offensichtlich ist zu unserer Jobbeschreibung jetzt dazugekommen. Absichtlich beim Kartrennen verlieren. Durch Blödsinn ausprobieren. Ausschluss fürs SD zu schreiben. Damit der... Sie das gesagt haben. Dings sich besser fühlt. Der Chef sich besser fühlt. So, wir müssen, ne? Das SD möchte einfach Zivilisten im Fahrzeug mitnehmen und wir sollen für die, damit die nicht haftbar sind, in so einem Fall sollen wir für die einen Haftungsausschluss schreiben. Ah, er telefoniert. Guten Abend noch. Guten Abend, Herr. Wieso? Ja, da haben wir überhaupt nichts mehr zu tun. Also wenn die jemanden mitnehmen wollen vom SD, dann sollen die sich da einen Wisch unterschreiben lassen, dass der jegliche Konsequenzen selber trägt, wenn dem was passiert. Und dann ist das fertig. Also da hat jetzt unser Liga nichts mehr zu tun. Das ganze DOJ hat da nichts mehr zu tun. Ja. Das wäre gut. Alles klar. Jo, bitte. Tschüss. Ja, können Sie in die Tolle hauen. Okay. Gut, dann gehen wir rüber. Auf geht's. Ja, viel Spaß. Oh oh. Oh oh. Oh, perfekt, danke dir. Ja, yay, Besprechung, die 20. Schön, schön. Guten Tag. Hallo. Gut, der geht nicht. Weil die beiden vorne gehen auf jeden Fall. Ja. Sind die Mail-Fatality-Partner. Na, ich wollte nur Bescheid sagen, wenn sie Zeit haben, können sie ihren Roller abholen. Ah, perfekt. Danke dir, Frank. Mach ich. Steht der wieder im Weg rum, oder was? Nee, nicht im Weg. Der steht eigentlich gut Partner geparkt gegenüber vom Agentomat. Nur, dass sie Bescheid wissen. Alles klar. Danke dir. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao. Aber mit Doppel-T? Das macht mein fucking Roller... Ach, Frank. Was denn? Oh nein, das ist die, wo man immer die Beine so ausstreckt und hochhält. Das ist jetzt schlecht mit dem Jumpsuit, ich bin ganz ehrlich.
Zoa ist auch da, ja. So, dann erstmal vielen Dank, dass alle gekommen sind. Fehlt noch irgendjemand? Von unserer Seite her nicht. Gut. Das ist heute die letzte Besprechung, bevor heute Abend Anklage erhoben wird, in dem Fall, den wir bearbeiten. Es gibt dazu eine Akte. Ich will, aber nein. Das ist Aktenzeichen, bitte kurz mitschreiben. 78508. Haben natürlich alle mitgeschrieben. Die kann sich jeder mal aufmachen. Ich will nicht mit verschränkten Armen hier sitzen. Die Akte ist mit einem falschen Namen sowie einem falschen Tattag und keinem Tag getarnt. Das ist bewusst so, das wird heute Abend abgeändert. In den Täteraussagen sowie in den Zeugenaussagen. Wir gucken uns die Akte ja nicht an. Alles gut. Sehr viel. Bitte das, wenn es möglich ist, kurz überfliegen, ob was fehlt. Und im Nachhinein dann auch die weiteren Informationen schon. Da gut. Haben wir sämtliche Totenscheine. Die Akte ist scheiße spannend, die gucke ich mir nachher an, aber ohne euch. Eingefügt, die relevant sind. Ich habe das Aktenzeichen nicht gehört. Mach schon, werde ich schon finden. Ja, Aussage Dana Darko hat jetzt absolut niemand mitgeschrieben. Da war O'Neill tatsächlich dabei, aber der hat nicht mitgeschrieben. Mann! Ich würde dich diese... Ich habe jetzt auch mal Meterschutz kurz reingemacht. Was tut sie da? Oh mein Gott. Erstmal alles direkt zuppeln. Nee. Yep. Yep. Also ihr verpasst gerade ganz viel. Yep. Yep. Also hier in diesem Raum stehen, glaube ich, gerade einige Streamer. Ich frage mich, ob alle einen Meterschutz anhaben. Bei Lüke, ja, genau das dachte ich mir nämlich. Ich glaube nicht, dass Hoppy einen Meterschutz hat. Bin ganz ehrlich. Oh, dann kann ich auch einen Meterschutz ausmachen, wa? Wenn Hoppy den anhat, der hat mehr Zuschauer. Jetzt noch der Teil von Schwenden, oder ist er nicht mehr relevant? Soll ich den auch nachtragen? Die Akte werden wir separat als Beweismittel eintragen. Das sieht man auch die Akte. Verdammt! Oder ist ja das Aktenzeichen noch? Quasi. Will sie auch haben? Lemmy, nee, muss man nicht. Das ist die mit der Lage. Das ist einfach Nettigkeit meinerseits. Nee, es geht ja darum, was Schwemsen mir gegenüber gesagt hat, bevor er dann verfolgt und eingepackt wurde. Gut, das muss da dann noch rein, ja. Ja. Trägst du das nach oder sollen wir das übernehmen? Ich kann das nachtragen. Ah, das wäre super. Guck mal, McElroy will auch gucken. Auch gucken. Bin neugierig. Neugieriger Mensch. Was mit der Aussage von Resnikova? Steht drin. Echt? Ja, scroll mal weiter, wa? Mal sehen. Heute Platz der Knoten, soweit ich weiß. Ist das so? Abgekürzt? Wird jetzt heute hier. Oh, mit Kopfschmerzen. OKR. Hat sie erledigt. Genau, ja. Heute folgen die ganzen Zeugenaussagen so ganz offiziell, ja? Großartig. Ja, genau. Genau, Bimp. Rage macht bei mir gerade ein bisschen Meterschutz. Ja, das ist quasi bei Rage implementiert, ja? Immer wenn sich einer denkt, so, da müssen wir ein bisschen Meterschutz betreiben, dann wird man erstmal rausgeschmissen aus dem Spiel. Ah, Manu. Heute ist der... Hä? Ich weiß einfach gar nichts von dem Prozess. Wow, bin ich uninformiert. Großartig. Also er steht zumindest nicht in Termin drin. Dann weiß er wieder nur intern was von und ich habe mit den anderen Leuten nichts zu tun und die erzählen mir sowas nicht. Wow.
Ich wollte gerade sagen. Würde schon denken, dass der Chief Justice wüsste, dass ein Prozess ist, oder? Ich sag doch, ich kann leider bei der Besprechung nicht dabei sein. Es ist wirklich, Jetzt verpasse ich den spannenden Part und nachher, wenn der langweilige Part kommt, habe ich bestimmt keine Kopfschmerzen mehr. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ja, diesmal wäre es aus, als wäre es tatsächlich spannend. Das ist jetzt ganz schön frech hier von Rage wieder. Ja, wir können gleich dann immer noch mal fragen, was wir verpasst haben. Ein paar Kopfprobleme. Das ist jetzt hier, ne, seitdem ich hier ohne Helm Kart gefahren bin, ein paar Mal gegen die Wand gefahren bin, haben wir Kopfschmerzen. Großartig. Oh nein, jetzt habe ich mich gerade eingeloggt. Wollt ihr euch gerade das Bild wechseln, direkt wieder Kopfschmerzen. Ja gut. Müsst ihr, guckt woanders. Ja, Hoppy ist da. Bei den anderen weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer da alles steht. Ich glaube, Castle streamt auch. Den meine ich auch gehört zu haben. Wir verpassen einfach alles Spannende. Großartig. Na, klasse. Mach hier gleich Restream. Ja, Lemmy, ich weiß schon, Meterschutz, wo fängt es an, wo hört es auf, ist schwierig. Wer ist Slim? Stanley? Oh mein Gott, Stanley lebt! Stanley lebt doch, oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, was für gute Neuigkeiten. Thema Meterschutz, es geht halt im Endeffekt darum, dass es halt manchmal tatsächlich so riesengroße Dinger gibt, wo du eigentlich auch fast keinen Meterschutz betreiben kannst, weil es so viele Streamer gibt, die da jetzt gerade drin hängen zum Beispiel. Wo nicht jeder überhaupt Meterschutz besitzt davon. Verschwunden kann alles bedeuten, ja. Mit Betonfüßen und so. Die haben einfach die Leiche noch nicht gefunden, heißt das. Aber, ja. Wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt Zeit für Meterschutz, mache ich ihn halt rein. Ne? Wie zum Beispiel, als wir das erste Mal von den neuen Identitäten von den beiden gehört haben und so. Ich glaube, da war das schon ganz gut. Ich meine, für Herrn Spielberg hat es trotzdem nicht gereicht, leider. Der ist trotzdem gestorben. Ja, aber... Oh. Wann möchtet ihr den Prozess haben? Na, ja, genau gesagt, richtig wieder. Wird länger dauern. Wir rechnen mit 2 Verhandlungstagen. Nicht so leise reden, bitte. Donnerstag, Freitag. Das sind Scheinverhandlungen. Geht nicht. Hört sich gut an. Ja, gut, Donnerstag sind Scheinverhandlungen. Zu Ende bekommen. Donnerstag ist die Scheinverhandlung. Danke, Miss Wayne. Freitag ja. Auch. Und Samstag ist die zweite Scheinverhandlung. Das heißt, wir können eigentlich nur noch Sonntag und Montag machen. Was ist denn eine Scheinverhandlung? Eine Oberstverhandlung. Für diesen Fall? Nein. Könnt ihr die Scheinverhandlung umlegen? Nein. Da sind ziemlich viele Leute involviert, das ist das Problem. Ja, aber also versteht mich nicht falsch. Ich möchte... Ich wollte sagen, müssen wir mit dem zuständigen Richter sprechen. Also ich sehe das zum Beispiel gerade die Verhandlung, die am Freitag ist, die könnte man auf jeden Fall schieben. Da sind eigentlich auch nur hier Mitarbeiter daran beteiligt, als Zeugen. Das kann man bestimmt hin, den Tag freizuschaufeln.
Freitag ist eh frei. Wie lange wir diesen Fall und diese Verhandlung planen. Wieso, also verstehe ich jetzt nicht, wieso dann da auf einmal Scheinverhandlungen liegen. Ich finde auch Scheinverhandlungen, die müssten da zurückstehen. Ja, das meine ich ja. Also, wissen, wie lange wir daran arbeiten, wie lange wir jetzt schon Leute beschützen und wie dringlich das ist. Und jetzt sollen wir das noch weiter nach hinten schieben? Also, nee. Ja, gut, der Kollege, der die Scheinverhandlung angesetzt hat, der wusste nichts von irgendeiner Anklage, die hier irgendwann mal eingereicht wird. Ja, und dann werden die angesetzt und dann wird das geplant. Man wusste auch nicht, wann sie Anklage in irgendeinem Fall erheben. Gut, und so kommt das zustande. Deswegen sage ich, Sie haben sich gerade gefragt, ne? Ja, ja. Wird dann mit dem Richter besprochen. Haben Sie auch reingeschrieben oder schreiben Sie rein, dass das nicht in der Öffentlichkeit verhandelt wird? Oder das gebitten? Werden wir reinschreiben, ja. Oh yes, endlich mal ein Vorteil, dass wir beim DOJ arbeiten. Wir können bei der Verhandlung dabei sein, andere nicht. Jawohl! John, am Freitag ist eine Verhandlung eingetragen. Aber das ist keine Scheinverhandlung. Genau. Ich meine nur, das ist eine Verhandlung. Dann jawohl, leider. Dann Donnerstag die Scheinverhandlung nach hinten. Geil. Du verschiebst deine am Freitag. 10, 8 Stunden Verhandlung nur hier durchziehen. Bei uns, ja. Und allen anderen Streamern drin. Dann bleibt der Samstag unberührt und dann kann Bender seine Scheinverhandlung da machen. Nee, Abbott. Oder er ist aber nicht im Dienst. Die eine Verhandlung ist halt von Whiteley. Das ist die Verhandlung. Ja gut. Sprechen. Ist es auch nicht viel zu früh, weil Anklagen müssen noch 72 Stunden Zeit geben, bis die Verhandlung ist, oder? Wäre die Frist bis Donnerstag nicht. Stimmt. Das sind 48. 75. Wie war denn das Aktenzeichen gleich noch? Hat sich das jemand mitgeschrieben? Prisma, okay, beschreib das dann sonst. Dann würde ich vorschlagen, wir halten diese Frist ein, aber trotzdem, dass diese Verhandlung die Priorität von allen hat, weil da Menschenleben tatsächlich von abhängig sind. Folgendes. Wir könnten das am Freitag durchziehen. Dann setzen wir die für Freitag 20 Uhr, meinetwegen auch 19 Uhr. Ja, nee, das kannst du ja nicht halten. Ja, das sind keine größter Termin Stunden. Ist dann Samstag. Ja, doch, Samstag. Gut, dann müssen wir es halt am Samstag machen. Dann ziehen wir das in einem Stück durch, dann sitzen wir halt bis 2 Uhr morgens hier, aber das ist in Ordnung. Entschuldigung, halt, stopp. Bitte was? Oh Gott, Denver, bitte mach das nicht du. Oh Gott. Nee, also da muss gut, ich ist da ja. Fein damit, nee. Samstagabend dann? Denver! Nicht du bitte. Uhr? Nicht Chief Justice selber verhandeln, bitte. Machen. Irgendjemand anders. Irgendjemand. Bender zum Beispiel. Der ist neu. Uhr. Das ist auch ein super erster Fall für den Herrn Bender, der neu ist. Alle einverstanden sind. Oder hier für den Herrn Verdeit. Der möchte ja unbedingt Richter werden. Zum Beispiel auch. Das, wie wär's also mit dem? Die Verhöre waren ja schon, also 20 Uhr war ja schon für die irgendwie früh. Ja. Also, vielleicht dann doch lieber 20 Uhr. Dann machen wir Samstag 20 Uhr. Schließt ihr euch mit der DSU kurz, was die Absicherung angeht? Wir kümmern uns um die Absicherung, ja. Okay, perfekt. Wir werden dann noch die Reihenfolge der Zeugen bestimmen, dass die Personen, ihr wisst, welche ich meine, so schnell wie möglich weg sind. Ja, das müssen wir auch koordinieren. Genau. Da schauen wir mal, ob die zuerst aussagen oder quasi als... Ja, das Problem ist halt, wir müssten sie am besten eben zuerst irgendwie in Safehäusern bringen, damit sie in der Theorie nochmal zur Verfügung stehen, falls das notwendig ist im Laufe des Prozesses, weil die Gegenseite kann auch noch sagen, dass sich neue Fragen ergeben haben. Na gut, mit das Sicherste wäre ja quasi, nachdem sie verhört wurden, sie im Gerichtssaal zu lassen. Ja, wenn das eh hier Lockdown wird mäßig und hier alles vollsteht mit Officern, können wir das machen. Weiß nicht. Kannst ja trotzdem stürmen, ja, wir machen und einfach niederschießen. So. Ich werde das abklären. Weiß jetzt nicht. Kommt so ein News-Einsatz einfach. Licht aus. Zack. Keiner sieht mehr was. Weg mit den Leuten. Kein Ding. Gut. Haben wir sonst noch was? Irgendwas, was jetzt noch wichtig ist? Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, das anzusprechen. Wird Oksana am Samstag dann da sein? Sie wird da sein, ja, und aussagen. Okay. Inwiefern treten wir vor Gericht auf? Werden wir als Zeugen aufgerufen? Wie ist da euer Plan? Also müssen wir uns noch Gedanken drüber machen. Ja. Aber geht mal davon aus, dass mindestens einer von euch als Zeuge aussagen wird.
Wer hat denn von, also wer von euch ist am längsten an diesem Fall dabei? Castle und Lück, seid ihr das? Ich glaube Lück sogar, ne? Lück war, glaube ich, der als allererstes angesprochen wurde, ne? Also ich war die erste Person, auf die andere aktiv mit Informationen zugegangen sind. Mhm. Aber am Regenfall vorher war Castle intensiver. Und wenn man noch von ganz alten Fällen spricht, wie um die in der DOA Nord, Snack, Flint und Haya Meuer, da war Castle, glaube ich, noch nicht in der DOA. Ja, ich bin höchstens am ehesten mit dran wegen dem Mord MJ Flint und Anfang Meriwether etc., aber das waren auch... Oh Gott, jetzt kommt auch noch Meriwether mit ins Spiel. Oh Gott, ich muss die Akte lesen. Also rechnen einfach mal, dass wir euch beide brauchen. Ich gehe von aus. Ja. Also davon ist erstmal auszugehen. Könnte Lawrence interessant sein wegen dem Gespräch? Welches Gespräch? Das mit Schwensen, wo er mit anwesend war. Nein. Sie waren ja da, Lück. Ja. Das reicht aus. Okay. Gibt es einen Grund, warum das nicht öffentlich sein soll? Entschuldigung? Ja, weil es hier um mehrfache Mörder geht, die mit einem Knopfdruck jemanden umlegen können. Ich möchte vielleicht mal was sagen, was jetzt nicht so beliebt ist, aber ich bin von dem Plan, das nicht öffentlich zu machen, gar nicht so begeistert, weil am Ende wollen wir doch, dass bekannt ist, dass diese Leute Mörder sind und eben damit nicht so einfach die Lücke sich wieder füllt. Also, wir können doch die Presse einladen, aber ich würde das trotzdem unter Ausschluss machen. Inwiefern wird es dadurch wirklich sicherer? Ja, oder unsicherer, wenn Leute da sind. Ich meine, hier wird ein großes Aufgebot von Polizei sein. Das PD, SD und so, die werden doch hier alles abriegeln. Und da werden hier Kontrollen durchgeführt und so weiter und so fort. Es gibt immer den einen oder anderen, der durchrutschen kann. Das Risiko ist einfach viel höher, wenn noch irgendwelche externen Leute dazukommen können. Ja, aber das kann intern auch passieren. Ja, also wenn ich da dann auf einmal meine Waffe ziehe und die umbringe. Sind, oder wie? Ja, psch, schisch. Bitte nochmal? Die dann im Gerichtssaal sind? Ja, genau, das meine ich. Ich habe keine Kontrolle vorbei. Okay, ich glaube, da sollte ich rangehen, wa? Der vielleicht aus irgendeinem Grund nicht richtig aufgepasst hat. Kann ja, gut, der müsste dann ja aufstehen und vor, ich weiß nicht, 200 Zeugen dort jemanden hinlassen. Warten Sie mal. Ja, ist gerade... Also ich denke, dass Ausschluss der Öffentlichkeit... Hier ist Harriet Fast. Den Sinn hinter dem Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie bitte? Aber hier ist Harriet Fast. Mehr Öffentlichkeit Harriet bedeutet Fast. Auch mehr Zeugen. Wir wissen zwar, dass wir da mit Mördern zu tun haben, aber keine... Wir waren mal als Privatdetektive für Sie unterwegs. Dann müssen wir aber eine Mehrfachkontrolle die der von dem Beste, die mit den schönen Füßen, genau. Lassen. Also vor der Tür und gerade noch vor der Gerichtsbarkeit. Wenn ihr das gewährleisten könnt, ich hatte sie angerufen, tatsächlich, um zu fragen. Es gibt demnächst so eine Talentshow. Ja, und dafür brauchen wir eine Jury. Und ich hatte sie vorgeschlagen, in der Jury beizuwohnen. Durchsucht, egal wie weit er weggeht, etc. Da werde ich dich nochmal zurückrufen. Hast du vielleicht nicht schlecht wäre? Okay, alles klar. Da sehe ich mich aber. Ja, da sehe ich sie halt auch. Von mir ist auch eine Jury, denn die danach definitiv unter Lebensgefahr ist quasi dasselbe. Ich rufe sie nochmal zurück. Ja, großartig. Dann bis später. Ciao. Ja, unterbringen könnte mit Schutz, dass sie nämlich nicht in dem vollen Saal wären. Also natürlich ist es möglich. Ich frage mich halt, ob sie wirklich davon ausgehen, dass während der Verhandlungen dort diese Zeugen erschossen werden. Also die werden so oder so draußen sein müssen. Die dürfen ja vorher nicht im Gerichtssaal sein, ne? Können danach drin sein, aber wenn die danach wieder weg sollen, dann fahren sie die wieder weg oder bringen die woanders hin. Wir bringen die erst kurz davor denn dort auch hin, bevor die aussagen sollen. Wir werden ja, ist auch in Ordnung. Sicherheit haben und dann holen wir die erst hin. Ja, ist in Ordnung. Und wir hatten auch angedacht, die durch den Nordeingang zu bringen. Also quasi durch die Hinterräume und nicht an ganzen Publikum vorbei. Man stellt euch vor, ja? Harry Fass, die Assistentin des Chief Justice, ja? Rein zufällig da reingerutscht, ja? Zieht in dieser Verhandlung die Waffe und erschießt die Zeugen, bevor sie aussagen können. Assistentin großartig. Von Mr. Richter John? Entschuldigung? Das ist Fast. Warum ist sie hier? Weil sie die Freigabe von mir hat. Okay. Hallo. Na dann. Na, Castle, guckst du doof, wa? Gut. Der Prozess wird viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und ist aber schön, dass ihm das jetzt erst aufgefallen ist. Wäre ein bisschen spät gewesen, meinst du nicht? Eventuell komplett voll sein wird. Wir werden mit 4 Staatsanwälten vorne verhandeln. Uff. Alle, die an dem, sagen wir mal, an dem Prozess an, als Wayne an mich übergeben hat, dabei waren. Ja, wahrscheinlich alle 4, die da vorne stehen, wa? Und werden das höchste Strafmaß da rausholen. Das ist versprochen.
Ja, das entscheidet ja der Richter, nicht wahr? Soweit Fragen? Herr Winters, entscheidet das nicht der Richter? Gut, dann ist das erstmal soweit fertig. Fügt die Sachen ein, die noch fehlen, und wir erheben heute Abend noch Anklage für Samstag, 20 Uhr. Ja, ich schreibe dir dann eine SMS oder ruf dich an, wenn ich durch bin mit den Teilen. Samstag, ja. 20 Uhr. Samstag, 20 Uhr. Hey, danke für die ganze Samstag Arbeit übrigens. 20, muss man auch mal gesagt sein. Samstag, 20 Uhr. Ja, trotzdem, ist nicht selbstverständlich. Wir haben auch unser Bestes gegeben, etliche Stunden da jetzt rein investiert, und ich denke, wir sind auf einem guten Stand, um das Ganze vor Gericht vertreten zu können. War denn die Zusammenarbeit bis jetzt zwischen allen? Ich hätte mal ein Feedback von der DOA. Wäre wirklich schade, wenn Reznikova jetzt auch noch drauf gehen würde. War sehr eng und besser bei einem Fall dieses Ausmaßes zu viel als zu wenig. Und ich finde es sehr gut, dass man da eindeutig merkt, wie wichtig das für die Staatsanwaltschaft ist, dass da alle Fragen geklärt sind, dass man da lieber zweimal oder dreimal nachgeht, als da zu leichtfertig vorzugehen. Das zeigt gleichermaßen wieder Wertschätzung unserer Arbeit gegenüber, die wir vorhin eingetan haben. Und ich denke, mittlerweile sollte eigentlich alles aufgebröselt sein und bin zuversichtlich, dass wir da die Leute dran kriegen und Gerechtigkeit siegen wird. Ja. Das kann man tatsächlich nur so zurückgeben. Die DOA stand für unsere Fragen, auch wenn es manchmal viele waren. Das tut mir leid. immer offen. Und hat uns da gebrieft, etliche. Ja, Stunden, jetzt hört doch mit der Bauchpinselei auf, Leute, wir haben keine Zeit. Und, weiter geht's mit der Besprechung, ha? Unserer Seite kann auch nur ein großes Danke ausrichten. Ekelhaft. Ich möchte nochmal ein großes Dank auch nochmal an, vor allem an Murphy richten, der auch immer sehr spontan zu den Treffen gekommen ist, die auch dann immer wieder mal waren. Ja, dafür bin ich da, ne? So, wenn soweit nichts ist, dann... Aber wir würden gerne nochmal über gestern reden. Kurz im Moment, ja. Würde ich sagen, ist die Besprechung hier erstmal aufgelöst und können alle ihres Amtes walten. Na, ich habe noch ein paar Sachen für das PO. Ja. Zum einen ist es jetzt die Frage aufgekommen, wie mit Waffen aus Straftaten vorzugehen ist. Da gibt es wohl kein einheitliches Vorgehen. Da wollte ich nur mal kundtun, Waffen oder grundsätzlich Gegenstände, die in Zusammenhang mit einer Straftat zu bringen sind, sind grundsätzlich vom PD oder SD einzubehalten und im Anschluss zu vernichten. Das war bisher auch so, und ich weiß nicht, warum es da jetzt irgendwie unterschiedliche Auffassungen gab oder so. Das nur mal für Sie, dass Sie das wissen. Das Zweite: Es ist so vorgekommen, dass Personen mit Waffenteilen aufgegriffen wurden. Nicht jedes Waffenteil ist automatisch illegal. Also wissen Sie, Sie haben selber eine Waffe unter Umständen, wenn Sie eine Waffenlizenz haben. Sie können sich Ihre Waffe zum Reinigen auseinandernehmen, zusammenbauen, so oft Sie möchten. Und dann ist das nicht gleichzeitig illegal, nur weil Sie eine zerlegte Waffe bei sich tragen. Ja. Des Weiteren wollte ich nur noch einmal kundtun, dass es die Mailadresse chiefjustice@stab.gov gibt für sensible Informationen. Falls Sie das nicht über das DOJ-Mailpostfach machen wollen, dann schicken Sie das an meine Mailadresse. Dann nochmal an Sie, Miss Vane. Sie haben die Möglichkeit, für besondere Leistungen auch mal zwischendrin und nicht nur immer diese monatliche Zahlung oder Prämie, die Sie da vornehmen wollen, ist es möglich, dass Sie auch für besondere Leistungen zwischendrin Prämien mal auszahlen. Ja? Ich habe noch mal ein bisschen finanzielle Mittel besorgt, und von daher, ja, also das steht Ihnen dann frei. Mhm. Gerade auch in Bezug auf die Kollegen von der DOA, die jetzt auch in diesem Fall meinetwegen beteiligt waren, da kann natürlich auch unter Umständen eine Zahlung geleistet werden, ja? Kümmere mich drum, ja. Dann wollte ich nur einmal mitteilen, dass Mitarbeiter des DOJ einen Antrag auf Mitgliedschaft in unserem eingetragenen Verein stellen können, Justice Riders e.V., gemeinnütziger Verein. Einzige Bedingung ist, man muss im DOJ Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sein, und man muss halt ein motorisiertes Zweirad haben.
Informationen dazu bekommen Sie bei Herrn Ford oder Herrn Beck. Herr Ford ist der Press und Herr Beck ist der Vice Press. Dass Sie das echt durchziehen, ich glaube das nicht. Ja, wir haben das schon durchgezogen. Und der Verein ist ja schon gegründet. Schlimm genug. Die 99ers. Dann, gut, das mit dem Präsidenten wissen Sie schon, Miss Wayne, habe ich Ihnen ja gesagt. Und das mit den Mocktrails, Donnerstag, Samstag, ja, das hat sich dann wahrscheinlich geklärt. Das war von meiner Seite alles dann. Samstag muss so verschoben werden. Schön. Gut. Ich hätte übrigens noch eine Frage zu den Waffen unterteilen. Wenn wir da aber zum Beispiel Unterläufe von Schrotflinten finden, dann würde ich die schon einbehalten. Das sind ja wieso? Illegale Waffen. Dann ja. Also. Weil es ist nicht jedes Waffenunterteil ist ja dann von der Schrotflinte. Das muss ja dann auch in der Waffe ein besiegtes Rohr sein, ne? Möchte ich mal anmerken. Das ist jetzt nicht unbedingt immer alles gefährlich. Ja, das stimmt, aber... Danke für die Ermittlung, Mr. Kassel. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, es ist halt die Gefahr, dass trotzdem Waffen modifiziert werden können. Das ist natürlich kacke, um so einen Punkt zu bringen. Aber dann guckt man halt nach den anderen Waffen. Naja, sonst geben Sie das halt, wenn Sie das nicht genau erkennen können. Ich bin da auch kein Waffenfachmann, ich besitze selber keine. Aber ich glaube, wir haben da sehr fähige Mitarbeiter im PD oder auch im SD, die da eine Forensik haben. Die können Sie sonst auch mal um Hilfe fragen, was es sich dabei genau handelt. Die können da eine ganz gute Einschätzung abgeben, denke ich. Okay. Gut, wenn das beendet ist, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Ebenso. Schönen Abend. Alles klar, schönen Abend. Erstmal auf den Tisch steigen. Kein Ding. Oh, ich glaube, die Doha ist sehr salzig, dass sie da saß. Die Doha ist sehr, sehr salzig, dass sie da war. Entschuldigung. Recht einfach im Weg rumgestanden, die Frau. Warum war Miss Haas dabei? Mrs. Warum war sie dabei? Fragst du mich das jetzt? Nee. Okay. Ja, vor allem hat er das echt spät gemerkt, muss ich zugeben. Ne? Also ich wusste dann ja schon alles, bin ganz ehrlich. Also, naja. Schlechte Ermittlungsarbeit von ihm. Aber ich glaube, Castle war nicht dabei, als hier nach den neuen Identitäten gefragt wurde. Da hattest du das ja schon klar gemacht, aber ich glaube, da war Castle nicht mit dabei. Ja. Wir müssen mal die Akte suchen. Ich hoffe, die ist relativ neu. Oh Gott, bitte. Soll ich nicht 50.000 Akten jetzt durchsuchen, weil auch falscher Name und falsches Dings da steht? Oh Gott, bitte nicht. So, Herr Hawkins hat mich angerufen. Gucken, was der wollte. So, was hiervon könnte wohl... Chief Hawkins, Sie haben angerufen. Ich war gerade in der Besprechung vom PO, deshalb... Das ist zu detailgetreuer. Zum Beispiel Baseballschlägerangriff. Das klingt auch so, als wäre es das. Tex, MD. Großartig. Klingt hervorragend. Peter Black. Was ist das? Nee, schade. Ach, Herr Miller schon wieder. Ah ne, PT84 Miller. Das kann nicht Miller sein. Also ich weiß nur, dass gestern Abend irgendwie, also Herr Ford ist auf mich zugekommen, hat gesagt, dass da ein CLCP-Verfahren bei uns im Mail-Eingang war und ob er das machen kann. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe es noch nicht mal gesehen. Ach so, naja. Richtig und richtig. Namen sagen nichts. Ich weiß, was hat er denn bisher gemacht? Also ich habe ihn jetzt heute noch nicht gesehen, den Herrn Ford. Oh. Ja, das ist auch anders gedacht, aber ja, ich habe den halt auch alleine losgejagt. Ich dachte, der hat das so ein bisschen mitbekommen, wie das läuft. Es wird halt irgendwas Älteres sein, ne?
Nein, nein, das ist nicht der neue Standard. Ich werde mir den nochmal ranholen. Ich werde da jemanden beipacken. Ja. Ich fahre ihn gleich mal. Warum sollte ich nicht fragen dürfen? Das wird safe irgendwas älteres sein. Oh, 15 Motorräder bei Diablo Customs angezündet. Ja. Heilige Scheiße. Also aber nicht so gut. Eine Sammelakte wird es nicht heißen. Ja. Wäre ein bisschen auffällig. Ja, wegen Mindeststrafe irgendwie so, aber ja. Ja, nee, da ist ja Frau Teurer alleine. Ja, ich guck mir mal an, was da überhaupt vorgeworfen wird in der Mail und dann. Oh, die haben mal jemanden gefunden, den Haushalt. War das vielleicht auch so, dass das so ein bisschen zwischen Tür und Angel war, dass er mir nur sagte, da ist ein Verfahren reingekommen, aber ich guck mir halt auch nicht jedes COCP-Verfahren an. Und von daher, der ist halt Judge. Ja, na. Ich werde das auf jeden Fall bei der nächsten Besprechung, das ist allerdings erst nächsten Montag, bei uns nochmal kundtun, weil das Standardprozedere ist, dass wir als allererstes an den Behördenleiter gehen. Dass wir den darüber informieren. Ja, das ist, aber das wusste Herr Ford nicht. Ja, ich werde den dann nochmal briefen. Ja, ja. Herr Ford macht also ein COCP und hat es schon mal verkackt, ja? Wow. Alles klar, Hawkins. Ja, tschüss. Direkt das erste COCP verkackt, ne? Ja, der zieht halt los, weil irgendjemand einen Traffic Law von $50 nicht bezahlen wollte und der jetzt irgendwie ersatzhaftbar machen sollte. Ich habe keine Ahnung, wie der Sachwalter ist. Und Ford ist jetzt los und hat den Deputy wild gemacht wegen COCP, wegen $50. Ah, ich glaube, die Mail habe ich gelesen tatsächlich. Ja, was ist denn da los? Das war jemand, der ist auf dem Maisfeld kontrolliert worden und da stand halt ein unangemeldetes Auto. Und das Auto, ist halt unangemeldet gewesen. Er wurde gefragt, was sein Auto ist. Hat er gesagt, nein, das ist nicht mein Auto. Und wurde trotzdem dann zum SD mitgenommen und sollte halt dann trotzdem das Traffic Law für die unangemeldete Dings da sein. Und hat halt aber gesagt, das ist nicht mein Auto. Und hat sich dann halt beschwert, dass er da mitgenommen wurde. Und hat gesagt, er bezahlt er nicht, weil es ja nicht sein Auto. Okay. Das ist, glaube ich, alles. Und Ford hat jetzt gesagt, okay, das ist ein COCP. Wegen... Nee. Tja. Weil die ihn jetzt der Freiheit beraubt haben, oder? Ja, ja, also die haben ihn auch mitgenommen, tatsächlich. Ne? Also nicht nur einfach da hingestellt und gesagt, hier, bezahl Traffic Law $50, sondern ihn dann auch mitgenommen. Hm. Ich glaube, darum geht's ja. Warte mal, ich kann ja mal kurz. Muss ja bei Ford im Ordner liegen. Müsste ja irgendwo hier sein. Hier, Beschwerde gegen Officer. gemäß Artikel 3 Absatz 2 Beschwerde aufgrund einer aus unserer Sicht unverhältnismäßigen Maßnahme gegenüber unserem Mandanten. Das ist der Vorwurf. Ich meine, wenn die dem $50 geben wollten und die ihn dafür mitnehmen, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Aber trotzdem muss man da auch bisschen Fingerspitzengefühl haben, ne? Ja. Er wollte halt seine Nummer nicht rausgeben, hat aber auf seine Anwältin verwiesen, in dem Sinne. Dann wurde ihm gesagt, dass er den Traffic-Law-Verstoß sowieso nicht ablehnen kann und dann wurde er mitgenommen ins SD. Jo, das stimmt ja aber auch. Ja. Er kann den nicht ablehnen. Ja. Und Crimes und Partner sagt halt, wenn er mit ihm, also wenn er wirklich in dem Auto angesprochen worden wäre, wäre das kein Problem gewesen. Aber er stand halt einfach nur neben dem Auto und hat Mais gepflückt.
Und er wurde halt gegen in seinen Rechten eingeschränkt, dadurch, dass er dann mitgenommen wurde. Und die möchten, dass der, dass das aus der Bürgerakte gelöscht wird. Ja, Ford ist nicht erreichbar. Kannst du bitte einen Termin mit Ford organisieren? Na klar. Für morgen. Oder zumindest mal blocken irgendwie. Mhm. Weil jetzt ist er ja nicht erreichbar. Frage gleich. Ich muss kurz die SMS schreiben. Achso. Am besten am 8.2. um über ihr COCP-Verfahren zu sprechen. Melden Sie sich gerne zur Terminvereinbarung. Ich hatte ein bisschen Probleme mit den Kopfschmerzen zwischendurch. Ich würde diese Akte auch unglaublich gerne lesen, bin ich ganz ehrlich. Hast du das Aktenzeichen noch? Ja. 785? Ja. 08. Ah. Es ist doch eine Sammelakte. So wie Doa auf einem Haufen hat mir Kopfschmerzen bereitet, bin ich ehrlich. Tja. Also Mike E. Trout, Gabriel Alvarez, Hernandez, Arturo. Ich werde jetzt nicht alles laut vorlesen. Ja? Ich werde sowieso kurz auf Toilette gehen. Ihr könnt, außer Prisma, der am Handy ist, ein bisschen mitlesen, ja. So, morgen hat Nami frei, ne? War das so? Also klar. Ja, Entschuldige. Gerade kurze Gedanken gewesen. Rein theoretisch ja. Ja. Aber ich kann dir sagen, also zumindest mein Mann arbeitet mittwochs trotzdem. Aber theoretisch ist morgen zumindest Dynasty frei. Ich weiß tatsächlich nicht, wie Nami tatsächlich das hält, ob sie da wirklich frei macht oder trotzdem arbeitet. Bist du jetzt nächstes wieder dran, ja? Ja, ja. Ja, ja. Kannst du Kart fahren mit dir, hä? Ja, die hat mir irgendwas von einem Beschluss erzählt, dass sie halt nichts fahren darf, was ein Lenkrad besitzt, ne? Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Aber das ist ja ein abgesperrter Bereich. Von daher, da das würde wahrscheinlich gehen. Überleg gerade, ob ich dir sonst was empfehlen kann. Also einfach, wenn man eine schöne Aussicht haben möchte, ist Alamo See immer möglich. Da müsste ich mir vorher angucken.
Oder sonst auch sowas wie ein Treffen mit Blick auf den Leuchtturm und so. Das ist auch ganz hübsch. Aber da wirst du nichts zu essen kriegen. Was können wir noch empfehlen? Ja, Prisma wollte ich auch, aber dann habe ich gehört, dass man bei Lück die ganze Zeit auch die Akte sehen kann. Warum sollte ich euch benachteiligen, wenn ihr bei Lück sowieso gucken könnt? Das ist ja Quatsch. So, Leute, wir müssen mal kurz hier Unterstützungsarbeit leisten, ja? Das könnte man mit Nami noch machen. Achso, was natürlich immer geht, ist Observatorium, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Da bin ich schon mal gewesen. Es geht immer, es ist eine sehr schöne Aussicht da. Da gibt es auch, ähnlich wie bei dem Steg, ein paar Plätze, wo man sich hinsetzen kann, direkt quasi im also direkt neben dem Observatorium. Heißt du Touri-Magnet da oder nicht? Kommt ein bisschen drauf an. Also immer wenn ich da bin, bin ich ganz ehrlich, war noch niemand da, aber ich bin da manchmal auch zu unmöglichen Uhrzeiten. Da könntest du halt auch überlegen, ob dir wieder was zu essen dahin bestellt. Oder ein kleines Picknick oder so organisieren. Sich da hinsetzen. Ja, das sehe ich eher an dem See dann, ne? Mhm. Soll es was Abgeschiedenes sein? Seemäßig? Ja. Ja. Also wir werden da jetzt nicht nackt baden gehen, aber... Achso. Aber man soll schon ein bisschen ruhig sein. Es gibt bei dem Staudamm so einen kleinen Steg, tatsächlich. Da ist eigentlich nie was los, soweit ich das mitbekommen habe bisher. Wenn es ganz, ganz abgeschieden sein soll, dann ganz im Norden bei Mount Gordo. Da gibt es so einen zwischen Berggipfeln versteckten See quasi. Das ist auch ganz schön. Okay, da müssen wir uns das angucken. Ja. Aber wir wollen ja sowieso in den Norden. Von daher passt das ja. Dann fahren wir los, oder? Ja, können wir machen. Warte, ich rufe noch kurz an, ob die noch da sind. Dann machen wir nämlich das Essen zuerst. Natürlich nicht mehr. Ach, großartig. Dann essen wir danach was. Oder hast du jetzt Hunger? Ja, ich muss nicht unbedingt was essen jetzt. Gut. Warte mal eben. Ich warte mal eben. Ich will nur einmal kurz Mails prüfen. Gut. Hast nichts Neues. Schön. Hast du die Chief-Dings hier ja. Mal eingerichtet da? Ja, ja, gut. Ich bin übrigens gerade am überlegen, ob wir nicht einfach, Mia hat ja jetzt auch so eine, ne, hier, Agency, wo sie so Logos und so weiter macht, ob wir nicht einfach Mia engagieren, damit die Chief Justice-Seite mal vorangeht. Wir müssen ja an unserem 20.000 Dollar Bonus arbeiten, ja, für 250 Follower. Das können wir nur, wenn das vernünftig aussieht. Oh Gott, ich glaube, Harry wird auf dem Weg einfach umkippen. Ich habe nichts mehr zu essen dabei. Nicht mal mehr Kaffee. Wegen der Sache mit dem Mount Gordo, bin ich ganz ehrlich, würde sich ein Motocross ehrlicherweise anbieten. Ein Motocross? Ja. Weiß nicht, ob du schon mal auf dem Mount Gordo bist? Nee, war ich noch nicht. Da muss ich mir ein Motocross kaufen. Nicht unbedingt, Nami kann ich auch auf dem Quad mitnehmen. Wenn, ne? Direkt so ein bisschen Intimität und so. Ach so, sie sollen. Ah, ja, also während der Fahrt schon. Ja. Also soll ich mich nicht hinten festhalten, sondern vorne. Mhm, richtig.
Ja gut, zu diesen Date-Stufen, da musst du mich dann nochmal aufklären, aber darum gehen wir jetzt wahrscheinlich, ich hab, ne? Ich bin ganz ehrlich, das lief bei mir auch sehr unkonventionell. Also, ich bin da, glaube ich, für Date-Stufen nicht die beste Ansprechpartnerin. Also, wir hatten Dates erst, gleich, nachdem wir zusammen waren, wenn du verstehst, was ich meine. Also, wir fahren dann jetzt mit einer Cross-Maschine von dir, oder wie? Ja. Ja, gut. Wenn du möchtest. Bleib ich aber hinten fest, ne? Ja, jetzt bitte, danke. Bei mir macht das nichts aus, aber... Ne? Wo wir gerade über das Thema gesprochen haben. Kannst du uns auch das Fahrrad klauen und das fahren? Oder ich klau dir das Fahrrad. Guck doch, ob's offen ist. Ich kann dir das kurz aufknacken. Ist kein Problem, Denver. Ich mein, was? was? Ich meine, nein, natürlich kann ich es nicht. Als ob es jetzt hier geparkt hat. Ist ja frech. Weil das Fahrrad da steht, wa? So. Staudamm erstmal.